Ein Passant und eine Krankenschwester. Ich glaube, ich kann auch nur bis zu Level 10 die diese Typen finden, weil dann kommen andere. Das ist auch so, so ein Problem. Ich meine, ich habe jetzt einen gefunden. Okay, Lydia versucht's. Wenn du versuchst, kommt die Schoss des Hut zu knacken, werden unterlaufend aufmerksam und schlurfen langsam heran. Ah, sehr gut. Mit ein bisschen Glück kann man es auch so kriegen. Umwerfen. Ah, hat nicht geklappt. Ehrlich gesagt, für ein Cheerleader sieht die echt schon sehr, sehr erwachsen aus, wenn ich sie mir so anschaue. Macht aber vielleicht auch die Infektion. Streuner. Wie der sich aber auch kaum auf dem Bein halten kann. Oh, eine sehr schöne Raststätte. Vorsichtig bahnt ihr euch den Weg durch das Gebäude und hofft, keinen Zombies aufzuwecken. Ihr habt die Chance, Rationen aus Snacks zu finden. Ja, Nahrung sieht gerade echt gut aus. Wenn wir so weitermachen, sind wir bald auf 100 Nahrung. Oh, Schlipsträger. Boah, das war ein verdammt guter Treffer. Penner! Ah, noch mein Stärkster. Oh, Serum, sehr gut. Deckt einen Bus, der sich ohne Probleme öffnen lässt. Noch mehr Serum. Oh, sehr gut. Da fällt mir gerade ein, Lydia, hast du? Nee, gut. Dann kann ich mal die andere ein bisschen heilen, finde ich. Ist ein Passant und Cheerleader. Das hätte ich schon viel eher machen sollen. Irgendwie habe ich da nicht dran gedacht. Keine Ahnung warum. Also 10% Leben regenerieren ist schon nicht schlecht. Ja, da geht's nicht so gut. Ja, kostet halt 2 Runden immer. Könnt's überleben? Ah, tut's aber nicht. Leck mich, das mache ich nicht. Ah, ein Streuner. Mit der Unhellen. Ach Mist, ich hätte den machen müssen. Okay.
Ich will noch ein bisschen heilen. Und du hast ihn um. Erste Hilfe auf Owen, bitte. Der wichtigste Charakter, wenn der stirbt, haben wir verloren. Oh, ein Softdrink, nehme ich gerne. Ach, Wellen. Das sollten wir aber ganz gut hinkriegen. Ja, von mir aus. Heil ich mal ein bisschen. Habe ich eine Regenerationsspritze? Die habe ich nicht. Runde trotzdem frei? Nee, wenn man nichts macht. Okay, gucken kann ich. Halber Owen. Ja, genau, kraftieren. Die braucht man nicht mehr. Die hätte sowas von keine Chance gegen die. Ah, machen wir mal. Da seht ihr mal, wie wichtig Erste Hilfe ist. Man kann halt so viel hochheilen. Braucht euch dankbar, aber möchte eigentlich verschwinden. Freut die Schenkelgruppe ein Snack. Okay. Job Skills. Layer of Survival, bitte. Das ist ein aufgebrachter Streuner, halt kein angeschlagener. Ich guck trotzdem mal, dass wir noch ein bisschen was zusammen kriegen. Blockt der Arsch wieder alles weg. Aber ihr seht, es geht auch rasend schnell weg wieder. Oh, jetzt kriegen wir schon 45. Immer 10% vom Leben. Das tat weh. Ich bräuchte selbst noch ein bisschen Erste Hilfe. Ein Kuchen. Polizeiwagen, okay, das sollte er schaffen. Schon bei 90 Stärke. Ich glaube, ich hau ab. Ja, ich muss morgen noch mal hin, von daher.
hier Nahrung gefunden, Ziermaterial, Werkzeuge habe ich kaum noch. Zombie-Hörer greift das Camp an. Na, ein Glück habe ich Bill hier. Er wird zwar ordentlich auf die Fresse kriegen, aber er wird es schon schaffen. Deshalb ist es immer besser, zwei zu haben. Zwei Leute in der Defensive wenigstens. Drei sind natürlich besser und normalerweise habe ich auch immer drei. Oh, du dumme Bitch. Muss ich leider machen. Oh, das ist aber nicht schön. Also auch nicht so schön, aber wir blocken. Dich knall ich ab. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn die durchkommt. Nein! Oh, Mist. Aber eine einzelne Person, wie ihr seht, kriegt Brot nicht auf die Fresse. Und wenn du Pech hast, hast du halt gleich drei Wellen, dann hast du ein richtiges Problem. Aber er hat noch 100 Leben. Ich glaube, ich mache mehr Schaden an ihm als mir. Vielleicht aber auch nicht. Das sollte man eigentlich schaffen. Wird aber ein bisschen knapp langsam. Oh, Sanitätermunition. Ach, der holt sich schon wieder. Okay. Trisch sitzt auf deinem Bett, schau dir in die übermüdeten Augen und strahl dich an. In Gebiet 10 auf dem Highway nachts. Grandiose Arbeit, Owen. Ich hätte nicht gedacht, dass du die Ressourcen so gut managen kannst. Ich werde alles vorbereiten, aber ich brauche etwas Zeit. Um ihn zu reparieren, kannst du erst heute Nacht losgehen. Der Funkturm ist kurz davor zusammenzubrechen. Wir sollten die heutige und morgige Nacht deshalb dringend nutzen. Geh nicht woanders hin, sonst wird es mit dem. Wird's was mit dem Turm. Oh, und da du unseren letzten Erfolg auftragst, kann ich dir eine neue Bestellung mit besserer Bedingungen erreichen. Mehr fährst du in der Bar. Hi, Owen, verkaufst du mir Kleidung? Schickst du das einfach? Aber als erst gebe ich dir auch eine lange Zeit, um 5 Tage Ausrüstung zu schaffen. Welche Gegenstände ich habe. Okay, ich habe 2 Tage. Hierfür habe ich auch 2 Tage. Ich glaube, ich mache erst das und dann die Nachtaktion. Ich habe kein Werkzeug mehr, das ist halt ein Problem. Du wachst auf jeden Fall wieder. Du machst mir seine. Ja, bitte. Komm, dann kannst du auch ein bisschen aufpassen. Bringt zwar weniger Erfahrung, aber es ist nicht ganz so wild. So, wir gehen nochmal auf den Highway tagsüber. Funkturm würde ich dann morgen machen. Weil ich muss die Zombie-Bedrohung senken. Highway nachts. Patronen, neue Kleidungsstücke, neue Waffenteile. Was reisen wir? So. Sie ist Sanitäterin, gut. Na, du Arsch. Sag mal, willst du mich verarschen?
leg ihn um. Hey, mein List, der geht's echt dreckig. LKW. Schauen wir mal rein. Material, davon kann ich gerade ein bisschen was gebrauchen. Ich habe nicht mehr so viel. Tatsächlich mit dieser Ausrüstung könnte ich vielleicht im Wald auch weiterkommen. Ach komm, haben wir nur. Ein Gefühl des Triumphs durchströmt deinen Körper, als du realisierst, dass du genügend Zombies erledigt hast, um die Bedrohungsstufe wieder zu unten und etwas zu reduzieren. Das Camp wird dir dankbar sein. Und ich habe Verbandszeug. Jetzt will ich aber wenigstens bis Stufe 10 noch kommen. Okay, nutzen wir das jetzt. Owen braucht Hilfe. Liz braucht viel, viel mehr Hilfe. Bringt das die um? Nö, so nicht. Na, Spaß mir mal noch. Ich habe auch nicht endlos davon. Eine Raststätte. Ich brauche mehr Werkzeug. Nach Möglichkeit sollte ich aber ein bisschen was von der Munition sparen. Ein Einzelner. Der wird nicht viel Schaden anrichten, denke ich mal. An solchen kannst du dich halt echt heilen, an solchen Gegnern. Rein theoretisch. Raststätte. Ich finde es faszinierend, wie viele Raststätten es hier gibt, die noch nicht geplündert sind. Oh, Entschuldigung, ich muss was nachschauen. Ah, dass ich auch immer sofort rausgehe. Aber beim allerersten Durchlauf habe ich sehr viel Zeit verschwendet, weil ich meine Leute immer im Camp gelassen habe, um sie zu heilen. Mir war halt nicht bewusst, dass es sowas wie Sanitäter und sowas gibt. Oh, ich brauche mehr Serum. Ich will mehr davon her. Ich will mehr davon haben. Spritzen finde ich viel mehr als Serum. Was irgendwie auch ein bisschen Sinn macht. Ach, was soll's. Schlag mal einfach auf sie ein. Ah, gut. Liz hat ein Level Up. Die ist gute Medizin, das ist schon mal nicht schlecht.
Polizeiwagen, okay, das kriegt Owen hin. Juhu, da kommen manchmal richtig gute Sachen dabei rum. Danke fürs Aufwecken. Hauen wir ihn um. Oh ja, ein Serum. Nehme ich sehr gerne. Ach, schon wieder Wellen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese hasse? Diese halbtückischen Angriffe. Oh, danke fürs Aufwecken. Ja, immerhin. Greif ruhig weiter ihn an. Der ist dann weg. Solange er nicht drauf geht, ist alles gut. Hey, greif ihn an. Na, geht doch. Hau bei ihn um. Wir werden nicht mehr so lange hier bleiben. Der Kernanzug ist voller Blut, als wenn die Tölpel steckt euch der mit Alt davon. Er hat mir nichts gegeben, was für ein Arsch. Da fällt mir gerade ein, Kampfskills. Techniker habe ich, gut. Skills. Ja, Survival müsste ich auch noch ein bisschen erhöhen. Na, geht doch. Ich bin echt jetzt sehr auf Dead Age 2 gespannt. Das werde ich ja auch noch irgendwann spielen, obwohl jetzt gerade noch nicht. Schauen wir mal den LKW. Ah, Plünderer. Das heißt, die haben Erstschlag. Wie viel Leben habe ich jetzt noch? Okay, das reicht. Das reicht. Sollte man hinkriegen. Ach, verflucht. Ach, wenn sonst nichts ist. Na, geht doch. Kuchen! Lydia. Wachsamkeit, bitte. Genau das, was ich für den Kampf brauche. Okay, machen wir das noch und dann... Hau mal ab.
Oh Mist, ich hätte gedacht, es macht mehr, aber vielleicht reicht es ja noch. Hat gereicht. Ein Softdrink. Raststätte immer plündern. Oh, noch ein Softdrink. Danke. Und jetzt hauen wir ab. Wir haben gemacht, was wir wollten. Gut gemacht. Gute Arbeit. Oh. Die Ordner und Toten sind dezimiert worden. Die Bedrohung soll damit gemindert sein. Durch diese Quest kriegst du halt immer wieder Sachen. So ein Panzergesicht, die darauf spezialisiert ist, jetzt in heimlichen Gebäude einzubrechen. Wir benötigen erfahrene Wachen, um den Schaden zu mindern. Es ist zu empfehlen, mindestens einen Wächter als Experten zu trainieren. Als du wahrkommst, siehst du, wie Trish geschafft von den letzten Tagen übermüdet am Tresen putzt und Bilder der Gesellschaft leistet. Also zieht, schaut er dich mit wichtiger Miene an. Super. Okay, mit Bill nachts auf Reisen. Hey, oh, und wenn du mal wieder in eine Notstand mit den Rationen kommst, hätte ich eine Idee, wie wir unsere Ration beträchtlich auffüllen können. Ja, dazu gehen wir nachts los und plündern einige Raststätten, aber bitte nur zu dritt. Nur dann mache ich damit. Einfach zu erzählen, wenn du mich in der Bar ansprichst. Das machen wir jetzt mal noch. So, Funkturm mit Beat 10 auf dem Highway nachts. Nachts auf dem Highway. Warum sollten wir gerade nachts auf den Highway gehen? Ich habe einige Orte aufgeschrieben, wo wir Raststätten finden, die wir plündern können. Doch nur nachts scheinen wir die Orte sicher zu sein, weil sich die Untoten dann mit anderen Gebieten aufhalten. Warum willst du unbedingt noch jemanden dabei haben? Trotz Furzen der leerstehenden Raststätte ist es nachts gefährlicher, wissen wir beide. Ich will sicher gehen, dass wir überleben. Du weißt, Sicherheit ist mir sehr wichtig. Na gut, ich werde schon jemanden auftreiben. Okay, ich habe da kein Zeitlimit, das ist ganz gut. Das hier werde ich schon irgendwie hinkriegen. Das muss ich dann als nächstes machen. Weil ich habe schon einige Sachen, mit denen ich was anfangen kann, tatsächlich. Oh, Sanitätermunition wird gerade mehr, das ist gut. Serum habe ich jetzt auch, das heißt, ich kann es immer Sanitätermunition herstellen, das ist echt gut. Weil die brauche ich fast schon mehr als Medikits. Wenn ich nämlich noch ein bisschen mehr habe davon, könnte ich sogar, ich hätte vielleicht sogar schon die Ausrüstung, um es im Wald nachts zu schaffen, aber ich muss halt erstmal einen Highway schaffen. Ich nehme Bill beim nächsten Mal nicht mit, weil der möchte halt unbedingt, dass du ab einem bestimmten Punkt einfach abhaust. Problem ist, ich brauche Experten. Stimmt, Wachsamkeit erhöht die Blockchance. Resistenz ist nicht so wichtig. Verteidigung. Und das sind kritische Treffer. Okay. Im Grunde ist es gut, wenn du deine Leute auf alles hoch und allem hochpumpst. Außer Medizin, die Resistenz, ja. Das ist mir eigentlich wichtig. Das hätte ich gerne auf Maximum. Und im Grunde soll ich ihn dann auf Wachsamkeit langsam trainieren. Und vielleicht auch noch auf Handwerk. Aber man braucht halt hier dann zum Schluss 10 Punkte und das ist sau viel. Aber im Grunde, es kommt ab und zu auch immer ein Händler, jemand vorbei, der jemanden trainiert. Und ich würde immer also euren Charakter quasi trainieren. Weil der ist halt der wichtigste von allen. Ich habe sonst keinen, der Wachsamkeit hat, oder? Okay, ich muss dann Lydia da zurücklassen. Aber man braucht mindestens einen Wächter, der Wachsamkeit hier oben ist eigentlich. Naja, okay. Dann würde ich sagen, das war Dead Age für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.